Und das ist hier eine verlassene Kaserne. Wir schauen uns das mal an und gucken, ob wir reinkommen. Auf dem Gelände sind wir schon mal. Da ist schon mal die erste Tür offen. Da fangen wir einfach hier an. Das ist schon abgefuckt alles. Aber offen. Und leider kaputt alles. Was war hier drin? Ja, leider haben hier wieder irgendwelche Kinder gewütet und alles kaputt gemacht. Wie so oft oder so gut wie immer. Kabeldiebe wohl auch. Wahrscheinlich. Auch wie so oft. Oder wie immer. Ja. Ein bisschen Kabel haben sie noch gelassen. Ja. Oh. Hier war auch so. Stand da so ein Server. Dakota. Windows-Splitter. Das meiste ist nicht mehr da. Ein paar Sachen. Ja. Ich vermute, dass hier jedes Gebäude gleich aussieht. Zumindest von außen sieht es gleich aus. Ja, die machen es halt richtig. Es ist alt geworden, nicht mehr schön. Und zieht man um auf die andere Straßenseite. Da hinten ist nämlich die aktuelle Kaserne. Und die hat man halt aufgegeben. Ja, so ist es. So, das sind hier kleinere Gebäude. Die der Seite, oder da sieht man auch nicht mehr viel. Schauen wir uns mal das vielleicht an. Was es hier gibt oder gab. Ja, wenn die Tür abgeschlossen ist, dann machen wir hier einfach Fenster kaputt. Das Glas kaputt. Und Sackgasse. Hier ist nichts besser, aber hier sieht man auch gut rein. Man muss nicht unbedingt durch das blöde Glas rein und durchkriechen. Meine Tür ist auch offen. Aber was haben wir hier? Nichts Interessantes. Also, das ist einfach irgendwie ein Speisesaal oder irgendwas gewesen. Erkennt man leider nicht mehr. Auf jeden Fall ist es hier ein größerer Raum oder Partyraum oder so. Weiß man nicht. Laufen wir einfach hier spazieren zwischen den ganzen Gebäuden. Hab schon schönere gesehen. Im Zustand. Das muss wohl doch ziemlich lange leer stehen. Das sieht hier größer aus. Oder eine andere Form. Sieht aus wie vielleicht so eine Sporthalle oder so. Das checken wir auch gleich mal ab. Was das hier war. Oh. Hier sieht es schlimm aus. Also hier sieht es mega schlimm aus. Ja, das ist der Boden kaputt. Hier ist alles kaputt. Hier ist nichts mehr ganz. Um was es war, wissen wir trotzdem nicht. Ja. Schade. Alles kaputt.
Ja, leider vom Zustand ist es echt schon einige Jahre leerstehend. Schon alles zugewachsen, verwahrlost. Ja. Nicht besonders schön. Natürlich kann man von Gebäude zu Gebäude laufen. Aber was sieht man da? Außer leere Räume. Und dass alles kaputt ist, sieht man da nicht wirklich. Man muss nicht in jedes Gebäude rein. Man kann, muss aber nicht. Fette Antenne für was? Hier war auch noch so ein Handymast wahrscheinlich. Der ist nicht mehr in Betrieb. Und das sind die ganzen Gebäude. Schauen wir uns noch am Rand um. Das hier weiß ich nicht, was das war. Ein Lager. Vermutlich mit Rampe, also dass man da mit Transportern und LKWs ranfahren konnte. Aber das ist leider zu. Beziehungsweise hier ist vielleicht offen. Ja. Muss man auch abchecken. Sicherlich LKWs rangefahren. Haben die ausgeladen. Ja, meine Stimme ist echt nicht normal. Immer noch krank. So. Schauen wir uns einfach mal an, was es hier gab und nicht mehr gibt. Alle Lampen weg, nur noch Kabel. So. Ja, auch hier alles kaputt. Schade. Also, das war wahrscheinlich so ein Materiallager. Vermute ich. Ja. Mehr nicht. Mit Toiletten. Noch nicht mal kaputt. Zumindest die vordere Pissoir ist schon abgewichst. Oder Waschbecken. Waschbecken. Alles kaputt. Ja, das war oben. Warum man das alles kaputt macht, weiß ich nicht. Ein kurzer Rundgang über diese Kasernen hier. Also leider sind das hier so ziemlich alle die gleichen Gebäude. Und das andere Gebäude gehe ich jetzt doch nicht. Ja, das ist ein kurzes Video, weil so interessant finde ich das hier auch wieder nicht. So, leider alles kaputt und alt. Und ja. Das Interessante ist auf der anderen Seite. Aber das ist leider noch aktiv, also da kann man nicht rein. Also ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.